So, wir sehen jetzt gerade eine Rettungsaktion aus dem Fahrgeschäft Jekyll und Hyde. Ich werde mal ranzoomen. Und wie läuft das jetzt? Die holen sie jetzt von oben in die Gondel da raus? Also in ihre Rettungsgondel da? Komm mal mit, pass mal hier. Vielleicht können wir noch ein bisschen näher rangehen. Das sind ganz kleine Impressionen aus Hamburg. Der Markt ist sehr gut gefüllt. Die Feuerwehr musste sogar schon anrücken, wie man gerade eben ja auch gesehen hat. Und oh nein, die Feuerwehr hat das immer noch abgesperrt. Ja, aber mittlerweile sind die Leute draußen. Okay. Das muss auch übel sein, wenn du da stundenlang gefangen bist in dieser blöden Gondel. Ja. Wie gesagt, wäre der anders, könnte man den zusammenklappen. Okay, wir gehen mal nach vorne. Oh, die hatten einen Stromausfall gehabt. Ich finde es trotzdem sehr, sehr übel. Willst du, wenn die das jetzt wieder aufmachen, mit diesem schönen Fahrgeschäft fahren, was gerade... Guck dir die Bügel an und beantworte selber deine Frage. Okay. Angenommen, du würdest Bügel kriegen, die zu deiner Figur passen, würdest du jetzt mitfahren? Ja. Tatsächlich? Und wenn wir wieder einen Stromausfall hätten, was dann? Die Polizistin hat das gerade eben gesagt. So, wir stehen jetzt gerade am Riesenrad an und warten, dass wir einen Platz kriegen. Im Riesenrad. Ein paar Impressionen. Da hinten steht die Feuerwehr. So. Guck mal, da ist der Feier. Dann gehen wir mal weiter. Was ist denn das hier? Oh mein Gott! Was hat der Bayer denn da in der Hand? Das ist ja ein Rotkäppchen-Sekt. Ja, da bringt den Sekt hoch. Ja, das ist doch nett. Aber ich mag Rotkäppchen eigentlich nur halbtrocken. Guck mal, da hinten ist schön das Riesenrad. Da kommt irgendwas raus aus dem Arsch. Kommt kein Wasser durch. Thank you.
Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Der Liebeshammer, oder nicht? Nee. Okay, dann lass uns mal reingehen. Oh, scheiße, ist das heftig. Oh. Ich guck vorne auf die Wand und wer kann das so ausgleichen? Ich kann das nicht ausgleichen, das ist ja echt schrecklich in diesem Tunnel. Aber der Tunnel ist echt gut, den müsstest du mal in deinen Garten stellen. Schöner Tunnel. Ah, jetzt sehe ich auch einen. Hier haben wir. Könnte man die noch so holen? Oh. Wenn die Bayern machen, sind sie wieder hoch. Alle sagen, Breakdancer fahren im Dunkeln ist am besten. Ich stimme denen zu. Aber es geht heute nicht anders. Wir werden gleich mit dem Domdancer fahren. Juhu! Sie haben da gearbeitet mal? Ja, ja. Das macht Spaß. Ja, natürlich, ne? Macht sehr Spaß. Viel Arbeit, aber macht Spaß. Super. Hey, das ist ja der Shaker. Der war mal in Schleswig ganz zu Anfang der 90er Jahre. Da war der nagelneu und ich bin als Kind mitgefahren. Der war da, als ich 13 war, ja. Nee, da warst du nicht 13. Also, als ich da war, war der... Da war ich 10 oder so, das muss 93, 92 gewesen sein. Ich kann mich erinnern, da stand ich vor der Kasse und sagt Mindestalter 14. Ich war 13. Ja gut, aber als der neu war, gab es doch kein Mindestalter. Ja, deswegen weiß ich, er war da, als ich 13 war. Okay. Also gut, 20 Jahre her. Ja gut, ich rede ja schon von über 30 Jahren. Auf jeden Fall war die Cola-Dose damals tatsächlich eine Cola-Dose und die war rot. Das stimmt. Aber die haben sie angepasst zum Milchshake. Ja, okay, das ist ja auch in Ordnung. Jetzt ist das ein Milchshake geworden. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Möchtest du Fischbrötchen? Ich würde tatsächlich gerne ein Fischbrötchen essen, aber nicht für den Preis. Die sind mir zu teuer. Ja, 4, 6 Euro, 8 Euro. Nee, danke. Es geht schon los. Ich sitze, glaube ich, verkehrt. Wir drehen uns nochmal. Ja, wir drehen uns, glaube ich, ständig. 10 Meter gibt es Foto. Ja, ich habe mein eigenes Handy. Nee, ich bin nur 10 Meter. Das, wenn wir unten sind. Ah! Ich hab Glück, aber ich bleib mal gerade. So, jetzt fahren wir nach oben. Ja. Wie heißt dieses schöne? Atlantis heißt das, sage ich dir. Da oben steht zumindest. Jo. Mein Gott, das muss mal geölt werden. Ja. Sag mal. Das Ding hat einen Notstopp. Echt? Ja. Wir haben da schon ein Seil dran zum Runterziehen. Okay. Ja. Ja! Ich glaube, dein Arm ist nass, du. Ja. Meine Hose hat sich gerade so hoch. Was meine Hose? Nur ein paar Tropfen abgekriegt hat. Und jetzt hat es von ihm Durchfall. Ja, ja. Ich muss Gott sagen, heute ist es heute Abend sehr gut. Und ich werde. Jetzt habe ich auch einen nassen Arsch. Ja, den nassen Arsch habe ich auch.
Ja. La 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 la. Guck mal, da sind ja, da ist ja Teletubby drin. Willst du einen rausholen? Was willst du denn? Naja, gut. Ich weiß einfach, die Dinger waren früher kult, als sie in der Schule waren. Wann war das? 5. oder 6. Klasse, da waren alle richtig kult. Ja, da kam ich schon aus der Klasse raus. Guck mal, Tic-Tac-Toe, das ist wieder ein Saufspiel, ne? Ja. Da, ich mach's mal größer. Da, Tic-Tac-Toe. So, wir sitzen jetzt gerade hier in der Bar und wir konnten gerade nicht wirklich Riesenrad fahren. Das hat nicht wirklich geklappt, denn man hat die besten Sitzplätze uns weggenommen. Und das ist eigentlich schade, aber wir lassen uns den Spaß hier nicht verderben. Wie fandest du bisher den Markt? Soweit eigentlich ganz gut. Bis auf die Preise, ne? Die sind schon etwas heftig. Ja, überall leider. Ja, wie ich gesehen habe, geraucht hast du auch. Ja, klar. Kettenflieger. Ja, allein nicht der Musik, wo ich das wieder verbinden. Ach ja, stimmt ja, das ist ja der Olifantenflieger. Das Big Monster. Ja, und die wilde Maus, die sind wir ja vorhin schon gefahren. Ein wunderbares Geschäft. Aber ich glaube, da wäre mir der Gimbal aus der Hand gefallen, wenn ich eine Aufnahme gemacht hätte. Ja, genau. Was ist das eigentlich für eine Figur? Stand früher vor der So, und was macht man hier? Du sollst die Kuh melken, ne? Ja, aber ich. Möchtest du mal die Kuh melken? Sieht sowieso aus. Ja, aber vielleicht kannst du mal an der Zitze ziehen. Zieh mal an der Zitze. Also, als sie es neu hatten, du musst es aktivieren lassen. Aha. Ja, du kannst eine Freifahrt gewinnen, offenbar. Nein, wenn du genug hast, konntest du ursprünglich die VR-Brille kostenlos dazu kriegen. Aber das kostet ja auch schon 2 €, die VR-Brille kostet auch 2 €. Also, ja, okay. In dem Sinne. Dann mach's gut, liebe Kuh. Ja, mach's gut, Emma. Wir gehen. Zumindest auf ihr Emma. Was hast du dir jetzt Schönes bestellt? Den Knoblauchbrot immer noch mit Käse oben drauf. Ah, ja, geil. Die Pilze sehen natürlich auch sehr lecker aus. Ist nicht meins so. Tatsächlich, keine Pilze? Ich mag die Konsistenz von Pilzen einfach nicht. Also musst du kotzen, wenn du Pilze frisst. Nein, ich mag das nicht. Weißt du, ich merke auch diesen Stamm, auch die Konsistenz sich drauf rumkommt. Du meinst das Fett oder was? Nee, dieselbe Schwammartige Konsistenz mit Pilz. Jetzt ist es fertig. Was ist denn da alles drauf? Also, das ist also Knoblauchbutter mit Käse und dann nochmal eine Knoblauchcreme oben drauf. Also eine Knoblauchcreme oben drauf. Ja, das ist doch prima. Ja, dann guten Hunger. Hi,
super und das war schon. Das war mein Gleichfernsehen von meinen Kiemannsfacken. Aber wenn du so richtig schon in die Kiste, lass uns mal so richtig tanzen. Die Händchen an die Höhle schenken, dann lass du das Hund so mal so richtig tanzen. Wir machen diese Pizze, wir schauen nicht aus, denn wir sind doch nicht so in den Gängen, wir machen schon uns von der Firma schnauzen. Willst du dir den Dom-Teddy 2023 rausholen? Nein, nicht rausholen. Sondern? Gewinnen. Du willst den gewinnen? An diesem Push? Ja. Dingens. Da möchte ich zum Schluss auch noch einmal spielen. Ja, und welche Farbe willst du? Aber nicht den pinken hier, oder? Auf jeden Fall blau und rot. Blau und rot ist immer gut. Vielleicht ein braun. Ja, braun ist sowieso die schönere Farbe. Der braune gefällt mir tatsächlich mit am besten, danach der blaue. Ja, genau. Obwohl der rote gefällt mir ja nicht ganz gut, weil der ein blaues Hemd immer wieder. Finde ich schöner. Extra Aufdruck 2023. Und der braune hatte, wie ich sehe, ein blaues Hemd. Also ist der braune bis jetzt mein Favorit. Okay. Vielleicht hast du ja nachher Glück. Nachher kann ich mir, habe ich freie Auswahl. Okay. Guck mal, das Action ist ja sehr gut besucht gerade. Ja, das Action ist wirklich, weil der Sitz ist auch richtig schön. Wirklich. So, los! Über der Haube. Und da war was. Ja, zack! Oh, das ist hier das Gravity. Dann selbst mitfahren. Man klebt an der Wand. Ja, mein Magen macht das aber leider nicht mehr mit. Ohne Köder, ohne Gurt entstehen spektakuläre Momente. Danke, meine. Guck mal, hier ist ja der Love Dream. Der ist ja auch ganz gut besucht, trotz dass er ja eigentlich ein Verdeck hätte, ne? Ja. Aber der reicht jetzt schon so lange ohne Verdeck, ich kenne das gar nicht mehr. Meinst du, der hat das Verdeck hier entsorgt oder sowas? Ja, ich glaube nicht. Das war ein Interview, als er das Treiber übernommen hatte. Und er hat gesagt, aufgrund von Corona darf er nicht aufbauen. Aber er soll durch keine draufsetzen. Ja, aber er macht es ja nicht. Ja, hiermit sind wir ja auch gerade eben schon gefahren. Mit dem Atlantik. Mein Arsch ist immer noch nass. Mein Arsch ist trocken, aber mein Herz ist unterwegs heute. Ja, ich hatte ja den Arm auf der Nachbarrückenlehne oder zwischen Lehne und Kopfsturz. Und dann kam die Welle rein. Ja, aber ich meine, das passiert, ne? Ah, hier gibt es endlich Fischbrötchen. Da richtig in der Mitte festhalten müssen. Oh, guck mal, das ist hier das Viva Mexica. Da waren wir vorhin auch schon mitgefahren. Die hat auch richtig Dampf gemacht, die Frau. Ja, aber die Tochter ist auch nicht schlecht. Wie war der Spruch noch? Auch Mütter haben schöne Töchter. Gewinne, gewinne, gewinne. Hier ist der Wellenflug. Wäre ich auch gerne mitgefahren. Nee, das ist mir zu kalt heute.
So, und das ist das Geschäft der Begierde. Wahrscheinlich kostet eine Fahrt 10 Euro, was? 8 Euro. wie viele Spiele hast du denn gerade? Ganz oben, da siehst du das. 117? 119? Und wie viele Punkte hast du jetzt? Auf jeden Fall 100 hier. Und da weiß ich jetzt auch noch nicht. Das war ja gerade so eine gefühlte Stunde, die du hier an diesem Automaten standest. Ja, der eine Zweier, den krieg ich nicht raus, scheiß drauf. Du diesen wunderschönen Domteddy 2023 gerade eingelöst gegen deine 1000 Punkte da, deine gefühlten 1000 Punkte, das waren natürlich keine 1000 Punkte. Ich hatte nochmal 245 Punkte irgendwie erstanden. Ja, das ist doch prima. Und weißt du, wo es jetzt, jetzt hingeht? Jetzt geht es wieder zurück nach Hause. Gut, dein Teddy. Und dann werden wir mal sagen, auf Wiedersehen.